Hallo und herzlich willkommen zum Was geht ab Flash. Mein Name ist Arne und das ist passiert. Heute Morgen um 6:30 sind mehrere unbekannte Bewaffnete in ein Einkaufszentrum im Norden der französischen Hauptstadt Paris eingedrungen. Man geht zurzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, sondern von einem Raubversuch auf eine Filiale der Billigmodekette Primark. Es sollen sich 18 Angestellte in einer Kantine des Einkaufszentrums versteckt haben. Französische Medien hatten vorher aufgrund einer SMS aus dem Geschäft und Polizeiinformationen davon berichtet, dass die Bewaffneten die Menschen als Geisel genommen hatten. Inzwischen konnten die aber von einer französischen Elite-Polizeieinheit in Sicherheit gebracht werden. Die Täter befinden sich aber noch auf der Flucht. Es ist auch noch unklar, ob sie das Einkaufszentrum verlassen haben, denn es gibt Bilder von einer Überwachungskamera, wie sie reingehen, aber es gibt keine davon, wie sie wieder rausgehen. Die Mall wurde geräumt, das Gebiet abgeriegelt. Laut vereinzelten Medienberichten soll auch einer der Täter als Mitarbeiter von Primark erkannt worden sein. Es sind also noch nicht alle Informationen bekannt. Wir halten euch auf Twitter auf jeden Fall auf dem Laufenden. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die ganze Nacht, also über 16 Stunden lang, haben die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder zusammengesessen. Es ging um die Frage, welche Reformbedingungen muss Griechenland akzeptieren, um an neues, frisches Geld aus einem neuen Hilfsprogramm zu kommen. Erst heute Morgen konnte man sich aber einigen. Das bedeutet, der Weg für ein neues Hilfsprogramm ist tendenziell frei. Das ist auch nötig, denn sonst würde Griechenland in den nächsten Wochen wahrscheinlich ein Staatsbankrott drohen. Die Schulden sollen umstrukturiert werden, das heißt, sie müssen erst später zurückgezahlt werden und ein sogenannter Grexit. Also ein Aussteigen von Griechenland aus dem Euro ist erstmal vom Tisch. Streitpunkte bis zuletzt waren die Rolle des Internationalen Währungsfonds und ein Treuhandfonds für griechischen Staatsbesitz. Was bedeutet das Ganze? Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte sich dagegen ausgesprochen, dass der IWF weiterhin Teil dieser Hilfsprogramme ist. Die Kredite dort seien zu teuer und an zu harte Bedingungen geknüpft. Vor 2 Wochen noch hatte Griechenland eine fällige Kreditrate an den IWF nicht zurückgezahlt. Bei diesem Treuhandfonds geht es darum, dass damit Staatseigentum von Griechenland privatisiert, also verkauft werden soll. Die Regierung soll dort Staatsbesitz im Wert von 50 Milliarden Euro einbringen. Mit diesem Fonds hätte Griechenland dann keine Kontrolle mehr über den eigenen Besitz, auch nicht auf die Gewinne, die durch diese Verkäufe erzielt werden, denn die werden nur zum Abtragen der Schulden verwendet. Erstmal könnte man sich bei dem Ganzen denken, das ist positiv, weil es wurde ja eine Einigung erzielt, aber es regt sich auch ziemliche Kritik daran, auch aus Deutschland, wegen der zu harten Bedingungen, das Ganze vor allem unter dem Hashtag This is a coup. Dieser Hashtag ist auch weltweit getrennt, darunter fassen die Kritiker ihre Meinung zu der Einigung zusammen. Die Maßnahmen seien erniedrigend und würden die Souveränität des Landes in Frage stellen, vor allem Deutschland würde so harte Bedingungen stellen, dass die für Tsipras nicht zu erfüllen seien. Das heißt, er könnte dadurch eventuell aus dem Amt gedrängt werden. Ein paar Kritikpunkte. Griechenland muss die geforderten Reformen eigentlich noch am Mittwoch als Gesetz schon verabschieden. Das heißt, das ist schon ziemlich kurze Zeit. Und das ist noch nicht mal die Bedingung für das neue Hilfsprogramm, sondern soll erstmal nur wieder Vertrauen der Euro-Länder in Griechenland herstellen. Auch dieser Treuhandfonds steht ziemlich in der Kritik. Das griechische Parlament muss den Beschlüssen jetzt noch zustimmen. Das hatte Tsipras zwar im Vorfeld der Gespräche grünes Licht erteilt, aber ob er jetzt mit den neuen Ergebnissen durchs Parlament kommt, ist noch unklar. Der 55-jährige Nintendo-Chef Satoru Iwata ist tot. Er ist am Samstag an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Seit 2002 war er Präsident des Unternehmens. Das heißt, in dieser Zeit hat der Spielekonzern unter anderem den GameCube, die Wii, die Wii U, Nintendo DS oder den 3DS und so weiter rausgebracht. In den letzten Monaten hatte Iwata nochmal den Kurs des Unternehmens etwas geändert. Man will jetzt mehr auf Smartphone-Spiele setzen. Außerdem hat er Nintendo nach jahrelangen Verlusten wieder in die Gewinnzone geführt. Die beiden anderen Direktoren, die bis jetzt mit ihm zusammen an der Spitze standen, werden das Unternehmen jetzt ohne ihn weiterführen. Der mexikanische Drogenboss Joaquin Guzmán, genannt El Chapo, ist schon zum 2. Mal jetzt aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Mexiko ausgebrochen und die Flucht war wirklich spektakulär. Am Samstagabend konnte er durch ein Tunnelsystem fliehen, was von seiner Dusche ausging. Der Tunnel ist 1,5 Kilometer lang mit Beleuchtung, Belüftung, Treppen und einem Motorrad, was auf Schienen montiert war. Damit wurden Werkzeuge und Erde transportiert. Der Ausgang war dann außerhalb der Gefängnismauern in einem Rohbau und der Eingang in seiner Dusche war nur 50 x 50 cm groß. Das heißt, man vermutet jetzt, dass der Hungerstreik von El Chapo am Anfang des Jahres auch dazu gedient haben soll,
ihn abzumagern, sodass er durch diese Öffnung passte. 17 Monate lang war Guzman jetzt im Gefängnis. 2001 konnte er schon mal aus einem Hochsicherheitsgefängnis fliehen. Es wurde eine Großfahndung eingeleitet, ob er allerdings gefunden wird, ist noch fraglich, weil für so eine Flucht muss man auf jeden Fall jede Menge Unterstützer haben, nicht nur innerhalb des Gefängnisses, sondern auch außerhalb, und das zeigt mal wieder, inwieweit Korruption in Mexiko verbreitet ist und auch wie groß der Einfluss von Drogenkartellen ist. El Chapo hat mit dem Sinaloa-Kartell eine der größten Mafia-Organisationen weltweit aufgebaut. Von vielen wurde er aber auch als Wohltäter gefeiert, weil er mit den Gewinnen aus dem Drogengeschäft Schulen und Krankenhäuser gebaut hat und er hat auch Katastrophenhilfe geleistet, zum Teil schneller als die Regierung. Deswegen nimmt auch zum Teil die mexikanische Bevölkerung den Kampf gegen die Drogen schon in die eigene Hand, weil die Regierung da nicht genug tut. Mehr dazu findet ihr hier in diesem Short. Und hier geht es nochmal zu unserem neuen Format Was geht ab? Feedback, wo wir auch über die aktuelle Situation in der Griechenland-Staatsschuldenkrise reden. Was meint ihr? Muss Griechenland so harte Forderungen akzeptieren, weil sie keine andere Wahl haben und auf das Geld angewiesen sind? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das war der Flash für heute. Bis zum nächsten Mal.